Weißt du, was ich mache? Ja, klar. Halt der Süße Sinn. Ja. Okay? Gut. Ich liebe den. Vornherein zwei bestellt, aber. Früher? Mhm. Zur Feier des Tages sitzen wir heute in einer Bäckerei, in einem Bäckereicafé und frühstücken hier gepflegt. Außerdem hat Samira heute ihren 23. Geburtstag und da ist das schon mal cool, wenn wir einfach hier so chillig in einem Holzkirchener Café sitzen. So wie der so aussieht, der Leberkäse, so richtig schmackhaft, oder? Ich filme mich gerade, wo ich in dieses fette Brötchen reinreiße. Hast du eben auch schon? Danke, Master. Finde ich schön. Magst du kein Problem? Zwei. Sehr lecker. Mohn, Kirschensträuche. Ja. Aber. Ja. Okay. Du ziehst mich ja wie ein Hund. Was wir hier heute probieren, ist der Versuch, dass unsere Zugkunde, die das Ziehen gewohnt sind, uns auf Mountainbikes zu ziehen mit zu kleinem Zuggeschirr, dass sie das jetzt sein lassen und leicht, locker, flockig neben uns herlaufen bei einem kleinen Mini-Klapprad. Das ist eine Sache, die ist nicht ganz so einfach und deshalb üben wir das erst hier mal auf einem Fahrradweg, ohne Autoverkehr, ohne viel Betrieb, damit wir das irgendwie gebacken kriegen, dass die Hunde sich dran gewöhnen, wie das zu funktionieren hat. Denn eins ist Fakt, sie müssen es lernen, sonst bleiben sie zu oft im Wohnwagen zurück und das wäre schade drum. Denn wir wollen schon immer auch ein bisschen radeln und das ist natürlich sinnvoll, wenn unsere Hunde uns dabei begleiten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase laufen unsere Hunde jetzt harmonisch, angstfrei und ruhig hinter unseren Klappfahrrädern am Hinterrad entlang. Und das gibt uns die Möglichkeit, in Zukunft auch mit ihnen ja, auf Radwegen zu radeln mit diesen Klapprädern bei Stadtbesichtigungen und anderswo.